Stand, den ihr gerade gesehen habt. So viele Markensachen, das war alles gefälscht. Ach, ehrlich? Ja, alles gefälscht. Und er wartet da für eine Tat. Carlos spielt man immer bei den Spielen. Ne, Carlitos? Ja, pass auf, die Lu will auch immer anfassen. In Time, das ist mein Lieblingsfilm. Guten Morgen, ich grüße euch. Jetzt geht's gleich zum Flohmarkt. Wir besuchen einen Flohmarkt. Carlos hat sich da was rausgesucht. Da ist wohl auch ein Tierpark, ein Spielplatz in der Nähe, wo wir da mit den Kindern auch noch ein bisschen hingehen. Und sonst, ja, heute ist Sonntag. Haben wir für den restlichen Tag nichts geplant. Ja, ich habe mich gerade umgezogen. Fehlen nur noch die Schuhe, Kinder sind soweit auch fertig. Ich zeige euch, was ich anhabe. Ja, Schatz. Also, ich habe ein Zweiteiler an. Total bequem. Ziehe darauf meine weißen Schuhe an. Und das war's. Strickjacke. Eventuell diese weiß, aber nur weil diese Taschen hat, damit ich da Smartphone und sowas reinlegen kann. Was ist das denn? Hat der Jan das gemacht? Aha. Lieben, wir sind gerade auf dem Flohmarkt. Hab den Dario in der Trage. Schaut mal, so süße Mütze. Hat er von der Oma bekommen. Dann komm, spazieren wir mal hier rum. Schauen wir uns ein bisschen um. Je Teil 1,20 hier. Da 1,50. Das war alles Neuware, ne? So süß. Die kosten 1,50. Was denn? Stimmt, die haben wir mal im Urlaub gekauft, ne? 1,50. Ich glaube 1,50 auch. Ja, die gab es unterschiedlich. 1,50, auch 1,20. Auch ein bisschen mehr. Komm, kannst du die bitte da hinlegen, Melina und Janu? Wir gehen weiter. Nur gucken mit den Augen. Komm, Lisa, weiter. Ja. Die Stärke sind meistens. Wollen die Kinder auch wühlen? Hm? Welche Playstation? Boah, war richtig. Ja, davon haben wir viel. Der sieht aber nicht aus wie Rubble. Das ist aber Rubble. Okay. Ich glaube, das soll Marshall darstellen. Wo ist denn der Carlitos da vorne? Komm. Das ist ein Gemüsestand. Immer gesehen. Okay. Das sieht ja witzig aus. Da liegt es wieder weg. 7 Euro wollten sie für den Kindermann. Mit Puppe! Mit Puppe. Ein kleines Kind, was da verkauft. Ja, dann eigentlich okay. Ja, der Papa sitzt ja hier vorne, hat einen eigenen Stand. Carlos spielt man immer bei den Spielen. Ne, Carlitos? Ja, pass auf, die Lu will auch immer anfassen. Nun, no, jetzt hörst du schon. Nee, kenn ich nicht. Was mit Aliens habe ich noch nie gesehen. Nein, Luisa. Luisa. Komm Kinder, Luisa. Ja, lang, aber ich war noch gar nicht hier. Okay. Komm. Ja, die sind cool. Auch Regenschirm. Ja, finde ich auch. Finde ich auch.
das war wirklich ein Reinfall, dieser Stand, den ihr gerade gesehen habt. So viele Markensachen, das war alles gefälscht. Ach, ehrlich? Ja, alles gefälscht. Und er wartet da für eine Tasche 45 Euro, die Schuhe 50 Euro. Du hast wirklich gesehen, dass die Sachen so richtig schlecht verfälscht waren. Also, dass man sich überhaupt hierher traut, aber gut. Ja, man sieht also, ja wirklich, dass das gefälscht ist. Ja, da war sie wahrscheinlich in der Türkei oder was, die Frau. Und weiß selber nicht, was für Ware sie da eigentlich verkauft, ne? Aber gut. Ja, Schatz. Ja, okay. Carlitos. Ja, die verschenken die Vorbesteller. Was? Was ist die Stock? Was sie möchten. Buh. Was ist die? Gehst du Ware? Das? Ja. Na, den einen auch okay, das weil. Ist aber nur einer. Also ich würde ihn da gerne 1 Euro geben. Ja, stimmt. Ist ja Aldi, ne? Ist ja nicht so teuer. Nein. Hey, Dario. Schönen Tag. Was ist da aus Sticker? Das ist Sticker. Leber. Und da. Oh, jetzt erstmal in den Kuchen und auch noch. Sticker, Pop Patrol. Was ist für Luisa, der? Wollte ich Luisa was haben? Das gab's alles kostenlos. Hat die Vivina sich da was ausgesucht? Die sehen ja süß aus. Schlüsselanhänger. Hier, das ist doch Rubble. Ne? Nee, das ist ein Teil von irgendwelchen. Ja. Komm, Jan. Genau das, ne? Was ist das für das Spiel? Ja. Aber das ist für PC. Ah, okay. Hab ich jetzt aber haben wir das? Ich habe alles. DVDs, je 1 Euro. Das ist SpongeBob, ja. Hier, dieses Spiel mochte ich sehr. Diese alte ewig Controller, die habe ich mal. In Time, das ist mein Lieblingsfilm. Ich liebe es, habe ich auch zu Hause. Richtig cool, müsst ihr sehen, ich liebe es. Seit Jahren mein Lieblingsfilm. Carlos und seine Spiele wieder mal. Nichts gefunden? Nee, da ist nichts gefunden. Okay. Viel Spaß damit. Guck mal da, Luisa, sind ganz viele. Wow. Ja. Im Wasser, da ist nichts, ne? So ein bisschen näher gehen. Ande da, Mau. Ande, Mur. Anda, Luisa, anda, wieder hier. Mega süß. Oh, hübsche Tiere. Guck mal, Luisa. Wie nah die ist. Hm? Willst du essen? Der ist süß. Ich kann da füttern. Die Rutsche finde ich ja krass. Die ist so steil, ne? Krass. Cool. Eine Mini-Rutsche. Hier, Luisa. Lu, hier bin ich. Komm, Baby. Da bist du kurz genug. Komm, mein Baby. Wow, hola. Hola. Wir sind immer noch hier.
Das gefällt den Kindern so gut hier, dass wir gesagt haben, okay, wir bleiben jetzt hier und Caritas holt uns was zu essen, Döner oder so. Und für die Kinder vielleicht Pommes. Und dann können die Kinder hier noch ein bisschen was spielen. Und jeweils zum späteren Zeitpunkt nach Hause. So, große Pommes und zwei Döner. Ja. Die Ludia hat gerade so gefeiert, freut sich total gerade übers Essen. Kinder. Jano, kannst du bitte hinkommen? Nee, oder? So, ich sitze jetzt im Auto. Dario konnte da nicht schlafen irgendwie. Jetzt liegt er hier und mit Schnuller und Decke so halb über dem Kopf. Und ja, ich glaube, der schläft auch schon. Also er hat sich nur einmal so auf Seite und die Augen waren zu. Ach, die kommen jetzt aber auch. Mhm. Also echt super hier, scheint auch neu zu sein. Ist jetzt auch außerhalb Kölns, an Köln. Wir brauchen auch noch ein bisschen bis nach Hause. Aber das war jetzt auch so spontan, ne? Dass wir gesagt haben, so, wir essen jetzt hier und holen jetzt Döner. Weil wir halt eben dran vorbeigefahren sind. Und der war richtig gut, muss ich sagen. 5,50 Euro hat der gekostet. Also für den letzten haben wir 7 Euro bezahlt. Der war nicht so gut wie dieser. Der Döner? 5,50 Euro. Der war sehr lecker, ne? Mhm. Müssen wir mal wiederkommen, wenn wir mal hier hinkommen. So, Jano kommt jetzt auch noch und dann sind wir wieder vereint alle. Oh nee, die ist da hinten geblieben. Hast du deine? Von Lou habe ich mitgenommen. Ja, da gab es direkt. Oh nein, Jano. Der ist ein bisschen ausgerutscht. Ja, guck, wie der läuft, guck mal. Aufpassen, ne? So, Luise, rein. Wir fahren Autos, gucken, rechts, links. Ja. So, wir fahren nach Hause. So, jetzt bin ich etwas länger zu Hause. Und heute ist es endlich soweit, denn wir haben, ich denke schon seit 2-3 Wochen dran und wir haben es noch nicht hinbekommen. Und zwar machen wir heute endlich das Foto. Im Garten, wo die Kinder vor der Wand stehen und jeder ein T-Shirt anhat in Größe M. Und das ist jetzt das vierte Jahr. Vierte Jahr, ne? Ja. Das vierte Jahr. Also ihr müsst euch ja so vorstellen, auf dem ersten Bild ist Melina drauf mit Jano. Ja, bin ich. Im zweiten Jahr auch beide drauf. Im dritten Jahr mit Luisa im Maxi-Cosi. Und jetzt im vierten Jahr mit Dario im Maxi-Cosi. Ja, sieht cool aus. Na, genau. So, und das ist jetzt Darius, deswegen ziehe ich den Dario jetzt aus. Und dann kleide ich dich an. Sieht bestimmt aus wie ein Kleid. Okay. Total witzig. Dann geht das hier über die Füße. Und dann so. Der Dario ist eingeschlafen, hat ihn gerade versorgt. Und Luisa und Mama machen arbeiten hier mit Knete. Sie mit. Ja, normale Kinderknete und ich mit Mama. Timo. Mama. Ja. Carlitos wartet auf den Sommer. Ach, du wolltest gleich, doch. Die Sonne kommt gleich. Meinst du? Ich hab die an. Wie heißt das? Mama. Ach, hast du angemacht? Ja. Aber nicht so lang. Mama. Ja, warm ist es ja. Man kann ja ruhig. Ja, aber ich muss warten, bis die Sonne richtig kommt, damit man schön. Oh, es gibt es heute Abend. Bauerneintopf. Carlitos schneidet schon mal Kartoffelchen. Mama. Wow, was ist das denn? Wer hat der denn hingemacht? Ja. Bei mir sieht es so aus. Oh, wir haben die gleiche Farbe, Lu. Ich mache zwei Häschen. Carlos macht sich gerade bereit. Die Sonne ist da, so wie er vorausgesagt hat. Wir sind noch am Modellieren. Also mein erstes Häschen ist fertig. Kinder meinen, das sieht witzig aus. Da. Ja. Er schilt sein Leben. Versuchst du da, Luisa? Zweite Hüsen ist fertig und jetzt wollte ich zwei verrückte Hühner machen, die verrückten Hühner. Mal gucken. Unseren Garten zu essen. Mama macht die sauber. Erstmal sauber machen, komm. Ja.
Ja, komm. So, ihr Lieben, ich wollte das Video beenden. Ich mache jetzt hier noch alles aufräumen. Dann wollte noch ein bisschen noch mal kochen für morgen. Kann Carlos mitnehmen. Und wir haben auch für morgen Mittag dann was hier. Ich mache eine Suppe. Genau, ja. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Und wir sehen uns dann morgen um 10 Uhr. Tschüss.